Heute gibt es wieder ein Frage-Antwort-Video. Ihr habt uns Fragen gestellt, die wir im heutigen Video beantworten wollen, zu einem ganz bestimmten Thema, und zwar zum Thema Baby oder auch Kind im Tiny House. Wir sind Anja und Ilan, freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt und bedanken uns an dieser Stelle nochmal herzlichst für eure Resonanz und die vielen Kommentare und dass es euch doch so interessiert, wie wir das jetzt gewuppt bekommen, das Thema Tiny House oder Kind im Tiny House. Und somit kommen wir auch schon zur ersten Frage. Ich kann sie dir ja mal stellen. Können wir uns ein Leben im Tiny House mit Kind überhaupt vorstellen? Wir haben, glaube ich, vor einem Jahr in einem Q&A auch schon mal auf diese Frage geantwortet, nur da war ich ja noch nicht schwanger. Jetzt ist es anders. Gerade die ersten Jahre können wir uns sehr gut vorstellen, weil das Kind, ja, so haben wir jedenfalls das gelesen und gesehen, bei anderen Familien sowieso recht gerne in der Nähe ist der Eltern. Wenn es sehr klein ist, ich würde mal sagen, die ersten 1, 2, 3 Jahre sind sowieso eigentlich kein Problem. Wenn man das schön intensiv auch mag. Ich glaube, damit da freuen wir uns auch. Ich freue mich, von dem Kind so viel wie möglich mitzubekommen. Das kann man natürlich auch auf etwas größerem Raum, aber ich glaube nicht, dass das, dass die Fläche, die wir hier zur Verfügung haben, dass die irgendwie ein Problem wird. Dass das nicht gehen würde, ja. Gerade weil in der ersten Phase ja auch diese Bindungsphase super wichtig ist und wir genau diesen Ansatz auch mitverfolgen wollen, da einfach so viel Nähe und Vertrauen aufzubauen und wir fest davon überzeugt sind, dass sich das Kind abnabeln wird, wenn es soweit ist, wenn es das möchte. Solange müssen wir es ausnutzen, ne? Ja, und dann sind wir ja auch offen für Veränderungen. Also wir passen uns da ja auch total an. Ja. Und sobald das Bedürfnis dann aufkommt und es nicht mehr im Konzept Tiny House passt, dann schauen wir halt weiter. Ja, und wo wird unser Kind schlafen? Bei uns oben im Schlafloft, im Bett. So war der Plan. Und genau, dass es nicht runterfällt, ne, also rausfällt. Da gibt es ja viele Varianten, dass es auch eben nicht gefährlich ist, sondern sogar sehr, sehr sicher. Und ich persönlich oder auch wir fanden es einfach schön, so nah wie möglich mit dem Kind zu sein, gerade in der ersten Zeit. Und man darf auch nicht vergessen, in unserem Haus ist das Schlafzimmer oder ist das Bett oben im Schlafloft. Ja. Und ich könnte mir einfach nicht vorstellen, gerade am Anfang so oft in der Nacht aufzustehen, die Treppen runterzulaufen, auch unsere ist ja auch eine recht steile Treppe, aber grundsätzlich immer wieder in diesen extremen Wachmodus zu kommen, sondern ich stelle mir das eher so vor, und wir sprechen wieder von hypothetisch, wir schauen mal, wie das dann in der Praxis ist, dann einfach das Kind auch gleich im Bett zu stillen. Und wir haben uns da ganz, ganz viel zu durchgelesen, auch zum Thema Sicherheit und was das Kind braucht und nicht braucht. Und zu jeder Theorie findet man immer Quellen, das ist ganz klar. Wir sind Fans davon, so nah wie möglich beieinander zu sein. Und ich stelle es mir auch sehr harmonisch vor, direkt im Bett zu stillen oder auch mal dann die Windeln zu wechseln. Ich fühle mich auch in keinster Form eingeschränkt, ehrlich gesagt. Also jetzt, wenn ich daran denke, nee, also Schlafmangel werden wir sowieso ja bekommen. Ich denke, das gehört dazu, das haben wir schon von einigen Seiten gehört. Da bringt es auch nichts, wenn einer von uns irgendwie hier auf der Couch schläft. Zum Glück ist das ja auch ist die Matratze ja auch eine Bettmatratze hier unseres Sofas, aber auch das wird nur bedingt was bringen, weil die Wände dünn sind und wir das Schlafloft auch in Form einer Galerie einfach konzeptioniert und umgebaut haben. Also können wir auch gleich im Bett bleiben, es sei denn, ich merke zum Beispiel, dass ich so häufig zur Toilette muss. Nächste Frage. Wird es ein eigenes Kinderzimmer geben in unserem Tiny House? Wir hätten ja jetzt ein zweites Zimmer auch im Grundriss geplant. Wollen wir das vor der Geburt schon als Kinderzimmer auch herrichten oder wie sind die Pläne? Also der Plan war ja eigentlich, dass das ein Kinderzimmer-Büro-Ankleidezimmer wird. Also im Grunde ist das universell nutzbar. Wir werden jetzt kein extra Zimmer bauen oder kein zweites Tiny House bauen für das Kind. Das Kind wird jetzt hier erstmal in diesem Raum oder in diesen 4 Wänden mit uns wohnen. Und ich glaube, dass das auch erstmal reichen wird. Also keine rosa oder blauen Wände. Nein, das wird doch sowieso nicht, oder? Nein. Wir wissen ja noch nicht mal, was es wird. Wir lassen uns überraschen. Ja. Mal so ganz nebenbei. Es ist ein Zimmer, das wirklich auch so als solches getrennt nochmal genutzt werden kann. Also man kann das wirklich auch schließen. Und dadurch, dass das Badezimmer dazwischen ist, ist es echt ein auch gefühlt ein getrenntes Zimmer. Und auch
da kann man sagen, ja, wenn man hier vorne beispielsweise das Kind gerade stillt oder füttert und der andere muss dann eben im Homeoffice hinten arbeiten, dann ist das auch machbar. Also jetzt mal andersrum, jetzt unabhängig von dem Kinderzimmerthema. Haben wir denn genug Platz für die Babysachen? Gute Frage. Wir wissen es nicht so genau. Ich befürchte, wir müssen vorher nochmal ausmisten. Hm. Also bezüglich, also was unsere Klamotten angeht und vor allem auch am Küchenpodest, da vielleicht noch ein bisschen reduzieren. Mhm. Wir können einfach nicht, dadurch, dass wir noch nie ein Kind hatten, einschätzen, wie viel Kleidung anfällt. Oder auch dadurch, dass wir auch mit Stoffwindeln wickeln möchten in Zukunft, wird auch da ein gewisser Platz in Anspruch genommen. Obwohl ich glaube, diese großen Windelpakete, die können ja auch Platz wegnehmen. Aber ja, so. Also bezüglich der Menge, die da auf uns zukommt, erstmal für die ersten Monate, das können wir schon etwas einschätzen, weil wir waren ja auf dem Kinderbazar, da haben wir ja richtig eingekauft. Ich würde das auch gar nicht anders machen, wenn das Kind sowieso nach einem Monat schon rausgewachsen ist. Und so sind einige Kleidungsstücke schon zusammengekommen. Und so sieht das dann aus, wenn wir beide einkaufen gehen. Ist das nicht süß? Wir haben das gleich nach der KonMari-Methode wieder fleißig eingerollt und einfach so ein paar süße Sachen schon gekauft. Total niedlich. Und alles natürlich unisex, weil wir das Geschlecht noch nicht kennen. Aber es ist ja ein Sommerkind. Ne? Und dann haben wir es halt auch so eingekauft, dass wir im Sommer natürlich, wenn es gerade geboren ist, dass wir es da nicht zu warm anziehen. Ja. Und dann eben zum Winter hin, dass wir da schon eben etwas größere Kleidungsstücke auch haben. Ja, aber ich glaube, also man kann das schon... das Jäckchen hier, ist noch eine Jacke dabei zum Beispiel, so ein Winterjäckchen. Und so ein Herbst, ne? So ja, da ist es aber auch schon 3-4 Monate alt. Ja. Wenn das, oder bis das passt. Ja. Genau, also so haben wir dann erstmal gedacht. Aber vom Platz ist es, glaube ich, ganz cool abzuschätzen, weil wir haben diese Kisten damals eigentlich für unseren Schrank geholt. Und wir haben jetzt schon mal echt, glaube ich, ganz gut für die Basics gesorgt. Vielleicht kommen da noch 3-4 Strampler dazu oder so. Mhm. Und dann reicht es aber auch erstmal an Klamotten. Und dann wird die Praxis zeigen, wie viel mehr wir brauchen. Ich wollte nur sagen, dass wir einfach versuchen, uns zu disziplinieren, nicht zu viel zu kaufen, weil wir auch gleichzeitig der Überzeugung sind, dass es gar nicht so viel braucht. Und dass wir dann eher nach Bedarf, wenn man merkt, okay, das Kind braucht jetzt noch dieses oder jenes, dann kann man das irgendwie sich leihen übergangsweise. Von Neukaufen halten wir jetzt eh nicht so viel. Nee. Oder irgendwie auf einem Flohmarkt nochmal holen. Also da werden wir Stück für Stück gucken. Hauptsache, wir haben jetzt am Anfang dann nicht zu viel und nach 3, 4, 5, 6 Wochen passt eh nichts mehr. Dann wär's halt schade. Also ich denke, dass wir wirklich für jede Größe dann immer einen Schwung auf einem Flohmarkt, Secondhand oder über eBay kaufen. Ja, und dann wird das Ganze ausgetauscht und die geliehenen Sachen kommen dann eh wieder zurück. Also wie gesagt, wir müssen auch noch ausmisten. Also gerade ich habe zu viele Pullover noch und ja, das ist alles noch zu viel. Ja. Und dann gucken wir, wie wir das hier auch... Also unter dem Podest haben wir auch ein Riesenpotenzial. Ja. Aber das ist es auch. Das ist ein Riesenpotenzial, welches wir noch nicht genutzt haben. Wir schöpfen das noch aus. Ja, wir werden es optimieren. Das glaube ich auch. Die letzte Frage stelle ich dir jetzt. Wie waren denn die ersten 5 Monate deiner Schwangerschaft? Na, also, erzähl mal. Also, ich glaube, da gibt es gar nicht so viel zu erzählen, weil jede Schwangerschaft ist was Besonderes und hat auch mal schwierige Momente, nicht nur emotional, sondern auch körperlich, gesundheitlich, wie auch immer. Das geht dann immer so auf und ab. Aber grundsätzlich, gerade auch in Bezug auf das Tiny House, weil das ist ja auch das Spannende, spüre ich jetzt hier keine Einschränkungen. Das Einzige, was ich einfach merke, ist die Lofttreppe, bei der ich befürchte, dass es jetzt gerade, weil der Bauch jetzt wirklich fleißig wächst, dass das vielleicht in Zukunft, wenn es dann immer mehr auf die Blase drückt, vielleicht auch mal nervig wird, dann nachts häufiger runterzugehen. Ich kenne es halt nicht, weil ich immer durchschlafe. Mhm. Und dann plötzlich zu spüren, oh, jetzt werde ich nachts wach und jetzt muss ich mal aufstehen oder vielleicht ein zweites Mal. Mhm. Das ist für mich sehr neu, da muss ich mich dran gewöhnen. Mhm. Und dann werden wir einfach mal schauen, wie die nächsten oder die letzten 4 Monate jetzt hier verlaufen.
wenn der Vorbau immer größer wird. Nee, also da kann ich mich gar nicht beschweren. Ich fühle hier im Tiny House keine Einschränkungen, auch dadurch, dass Ilan ja letzte Woche die Treppe hinein ins Tiny House und wieder raus erneuert hat, ist es für mich viel leichter, die zu gehen. Da passt du ja Schön. immer gut auf mich auf. Wir wollten ja noch Bodenplatten kaufen für die Paletten, damit die Pfötchen von Vincent und unsere Füße auch nicht so durchrutschen und dann irgendwann auch mal andere Füßchen, weil das schon ganz schön breite Lücken sind zwischen den einzelnen Balken oder Streben. Ja, also es gibt halt schon noch einige Baustellen, die wir hier zu bewältigen haben, aber dadurch, dass Ilan jetzt halt auch dann wieder viel arbeitet, was im Moment auch einfach leider notwendig ist, müssen wir einfach mal schauen, wie in den nächsten Wochen die Zeit auch für Bauprojekte da ist. Also es kann natürlich auch sein, dass es da einfach ein bisschen in Stocken kommt, dann ist es so. Nur dass ihr euch darauf innerlich auch schon mal einstellen könnt, dass es jetzt nicht jede zweite Woche das neue Bauupdate im Innenbereich gibt. Hier wird es, glaube ich, in Zukunft viel auch um Platzoptimierung, Organisation in den Schränken, was den Stauraum angeht, auch mehr Inhalte geben. Ja. Das glaube ich schon. Auf die Fragen, auf die wir noch nicht eingegangen sind in diesem Video, weil wir jetzt zum Ende kommen. Die werden wir gesondert vielleicht mal in einem Video angehen, weil sie unserer Meinung nach thematisch vielleicht noch ein bisschen größer sind. Und super spannend wird es dann natürlich auch, wenn das Kind da ist, wie adaptiv so ein Tiny House ist auf kleinstem Raum, wie sich das Ganze mitentwickelt, Ja. wie unser Grundriss aufgeht, ob das dann auch wirklich mit Kind funktioniert, wie Wir der Alltag wollten abläuft. Ja. ja das Haus auch noch zeigen vorher. Ne? Genau. Also am besten im Sommer, das war eigentlich der Plan. Ich würde sagen im Juli, wenn Anja hochschwanger ist, dass wir hier zumindest mal eine Roomtour machen von unserem Haus. Also, dass wir das euch mal wirklich von außen und von innen zeigen. Und also so wie wir auch andere Häuser ab und zu mal vorstellen. Ja, ansonsten würde ich sagen für heute, Reicht's am Babytalk? wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst uns gerne einen Daumen und stellt uns gerne alle möglichen Fragen, damit wir wieder darauf eingehen können. Und ja, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und eure lieben Kommentare Ja. und das Abo. Ansonsten schaltet einfach in einer Woche wieder ein. Tschüss. Tschüss.